Hallo zusammen, hier sind wieder Christine und Tim und in diesem kurzen Video lernst du, wie wir jetzt auch den Grundschritt mal zusammen tanzen. Das Ganze nennt sich offene Gegenüberstellung. Wir zeigen euch das einmal. Der Herr hat den linken Arm nach vorne, die Dame legt den rechten Arm in die Hand des Herren. So, in dieser offenen Gegenüberstellung tanzen wir jetzt den Grundschritt. Machen wir mal. 5, 6, 7 und hopp, 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 stopp. Okay, wie machen wir das jetzt, damit wir uns gegenseitig nicht treten? Die Jungs sind immer ein bisschen blöd, deswegen kicken wir mit dem linken Bein nach links. Ja, das ist für euch jetzt spiegelverkehrt, aber hört einfach mal auf meine Worte. Mit dem linken Bein kicken wir nach links und mit dem rechten Bein kicken wir nach rechts. Das heißt, ich übertreibe mal ein bisschen, wir kicken ein bisschen nach außen. Bei den Damen ist das ein bisschen anders, die sind ja auch ein bisschen klüger als wir Jungs. Die tanzen tatsächlich mit ihrem rechten Bein nach links und mit ihrem linken Bein nach rechts. Kannst du einmal gerne machen oder wir machen das einmal symbolisch vor. 5, 6, 7 und hopp, hopp. Na, ihr seht schon, wenn wir jetzt nebeneinander stehen, kicken wir tatsächlich in die gleiche Richtung, obwohl das auch nur Bein ist. Wenn wir jetzt aber uns wieder zueinander drehen, übertreiben mal wieder ein bisschen und wir kicken einmal ganz doll in diese Richtung, dann kommt es niemals zu dem Punkt, dass wir uns gegenseitig treten. Das Ziel ist es aber, dass wir uns natürlich nicht direkt treten, sondern dass wir ein Stück neben dem Körper des Partners sind, sodass es so aussieht, als ob wir ganz dicht aneinander vorbeitanzen. Machen wir nochmal ganz langsam. 5, 6, 7, 8, hopp und hopp, hopp. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter, denn wir wollen ja jetzt gleich auch noch ein paar Sachen lernen für Choreografie und so. Und dabei ist immer ganz wichtig, dass wir es einmal abgehen. Was meine ich damit? Abgehen bedeutet einfach, wir machen alle Bewegungen, die wir hier gerade machen, ohne dabei zu hüpfen. Das heißt, wenn ich jetzt anzähle, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das, was wir damit meinen, wenn wir eine Folge abgeben. Okay, das war's wieder von uns. Ganz kurzes Video diesmal. Offene Gegenüberstellung. Wie macht man einen Grundschritt zusammen? Probiert's gerne mal aus. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen da. Vielen Dank.